28 Tage, weil das ist intentional und das gibt Urlaub. Moinsen YouTube, willkommen zu einer weiteren Folge Jutke Dizzy mit mir, dem gut frisierten Jutke Dizzy mit seiner 200 Euro Prachtdauerwelle und dem fantastischen geschworenen Team Jury. Wir fangen heute übrigens auch gleich mit einem Brecher an. Also wir fangen wirklich mit einem Brecher an, denn wir sind mal wieder in Südafrika. Und Sie wissen alle, Südafrika, oh Mann, in Südafrika wartet wirklich immer eine Überraschung auf uns. Es ist ausnahmsweise mal nicht Brecher heiß, so ein bisschen geht die Sonne unter. Es ist schon, naja, ich würde sagen, es ist so ein romantisches Wetterchen, wo man sich so seinen Liebsten mitnimmt, sich auf eine Decke packt und so ein Vino reinleiert und sich gegenseitig so ein bisschen Käse füttert oder was auch immer sie machen, wenn sie romantische Abende miteinander verbringen. Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus. Meine romantischen Abende finden im Rick statt und ich fahre dann Nesca und kuschel mich dort durch die Kurven. Aber das spielt jetzt hier keine Rolle, denn wir wollen mal gucken, was hier los ist in Südafrika. Let's go. Das könnte interessant werden in dieser Kurve. Fantastisch sind die Autos laut. Moment. Wir machen das ein ganz kleines bisschen leiser. Besser. Oh, das wird interessant. Was ist denn das für eine Aston-Party? Ich würde ja mal dezent sagen, da hat sich jemand verschätzt. Und nicht mal irgendwie in so einer bösen, böswilligen Art und Weise, da hat sich jemand einfach verschätzt. Vielleicht noch nicht ganz so viel Rennerfahrung, aber hat mal seine Nase reingehalten, wo er nicht reinhalten durfte. Wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, ist das schon wirklich sehr mutig gewesen. Der war ja nicht mal ansatzweise nebendran. Also man kann das wirklich super locker abfrühstücken und sagen, das war Causing a Collision. An der Stelle, wir wollen ja auch immer ein bisschen Hilfe anbieten. Manchmal ist es sinnvoller, Menschen einfach hinterherzufahren. Ja, es ist schwieriger, weil man die Bremspunkte nicht so genau sieht, aber man hat die Möglichkeit, die anderen Menschen in den Fehler zu treiben. Und damit meine ich, dass sie sich irgendwann selber mal verbremsen, weil sie die ganze Zeit jemanden im Nacken haben. Und so ein Rennen geht ja nun nicht nur 2 Minuten oder 2 Runden. Und man kann auch mal für eine Überholung ein bisschen hinarbeiten. Man muss nicht wirklich immer mit Gewalt und einer Brechstange da rangehen und sich da reinzwängen in so kleine Ritzen. Also wie gesagt, manchmal ist es sinniger, mal hinterher zu fahren und mal zu gucken, wo man denn die Möglichkeit hat, da was zu machen. Und ich denke, hier an dieser Stelle wäre das auch ein bisschen besser gewesen, da ein bisschen Piano zu machen. Ist 06, ist Causing a Collision, war nicht in Runde 1, wird abgeschossen, der Flummi. Und wir können in den nächsten Fall reingehen. Oh, meine Damen und Herren, in dieser Folge, hier wird alles dabei sein bei Double Dare. Hier wird alles tatsächlich dabei sein. Oh, freuen Sie sich schon mal. Freuen Sie sich wirklich auf die Akten, die wir heute durchgehen. Ich glaube, wir können auch einfach wirklich, wir können einfach reingehen in die ganze Veranstaltung hier. Nee, ja, doch. Ich glaube, wir können reingehen, weil das wird sehr interessant. Es ist eine lange, breit gezogene Kurve, die auf eine Gerade hinzuführt. Und da will man ja meistens so einen guten Exit haben. Aber ob man dann einen guten Exit kriegt, ist dann wieder die andere Frage. Da gibt es nämlich manchmal ein paar Leute, die haben da so ein bisschen was dagegen. Aber ich sag's, wie es ist, ne? So ein BMW, der ist schon ziemlich breit. Und das einzuschätzen ist manchmal, glaube ich, gar nicht so einfach. Also ohne jetzt den Fahrer in Schutz zu nehmen, weil das war schon ein bisschen, schon arg böse. Also es ist kacke, sag ich, wie es ist. Kann schon durchaus mal passieren. Weil ich weiß nicht, wie lange Sie da draußen gebraucht haben, um einzuschätzen, wie breit Ihr Auto wirklich ist. Also bei mir waren das locker tausende Stunden, bis ich ungefähr einschätzen konnte, welche Dimension mein Fahrzeug hat. Es ist auch ehrlich gesagt ein Wunder, wenn Sie sich das mal selber fragen, weil die meisten von Ihnen da draußen werden ja auch mit einem normalen Auto im realen Leben fahren, wie Sie Ihr Auto selber abschätzen im realen Leben. Haben Sie sich die Frage schon mal selber gestellt? Weil ich habe mir das tatsächlich kürzlich mal gestellt, woher ich eigentlich weiß, wie lang mein Auto ist und wie breit mein Auto ist. Und ich meine jetzt nicht die Abmaße per se, sondern ich meine tatsächlich, dass Sie wissen, wann Sie vorne anecken. Ohne Parksensoren, den ganzen Pipapo, weil manchmal fährt man ja auch mal auf einer Straße, nicht? Man hat dann natürlich seine Spiegel etc. pp. Aber das dauert wirklich eine Weile. Das hier ist ein Unfall.
Der Unfall ist definitiv absoluter Much. Der BMW hat schon das auch, ich will nicht sagen, dass er das ein bisschen forciert hat, aber ich würde sagen, er hat schon gut verteidigt, seine Position, die er da hat. Und da der Ferrari natürlich zurück wollte, haben die sich jetzt an der Stelle ganz klar getroffen. Kann alles passieren, ne? Also wird auch über die Jahre des Fahrens wird sowas immer mal passieren. Man kann sich halt an der Stelle verschätzen. Ist kacke, Rennen ist gelaufen. Also der Ferrari hat ja schon ordentlich einkassiert an der Stelle und deswegen gibt es jetzt hier an der Stelle 06 auf den Kopf. Und damit schicken wir das Ding ab. Und dementsprechend gehen wir nochmal auf die fantastische Strecke Suzuka. Auf Suzuka, ich sag's Ihnen, wie es ist, da passieren ja die schönsten Dinge. Meistens in Runde 1, im Laufe des Rennens beruhigt sich das, aber es gibt da wirklich so einen fantastischen Ort. Fährt man in der Regel so mit 130 km/h durch, was eigentlich fast eine Lüge ist, weil es ist, mit GT-Fahrzeugen geht das schon stramm eher gegen 140. Aber dort passieren viele interessante Dinge. Und auch hier an der Stelle, an einem fantastischen sonnigen Tag, könnte es eventuell sein, dass da was passiert ist. Gucken wir doch da mal rein. Das ist meistens nicht so eine gute Idee, wenn keiner zurückzieht. Nope. Da bin ich mal gespannt, was die Jury dazu sagt. Da bin ich gespannt, was die Jury dazu sagt. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass der BMW den Porsche reportet hat. Das spielt ja hier an der Stelle auch eine Rolle. Und jetzt gucken Sie sich mal den Lenkwinkel an. Ja, doch. Also scheinbar sind wir uns alle sehr einig. Das war früher nicht so. Tatsächlich ist das No Further Action. Also es ist halt ein Rennunfall. Der BMW ist... Ich meine, was soll der Porsche machen? Der kann bremsen, lupfen. Aber wenn der BMW ihm direkt vor die Schnute zieht, dann wird das halt ein bisschen schwierig. Also No Further Action an der Stelle. Da hat sich der BMW selber ermordet. Ist übrigens auch nicht so eine gute Idee, in dieser Kurve zu überholen. Da muss man schon wissen, was der andere macht und sich sehr, sehr sicher sein, dass man sein Auto unter Kontrolle hat. Aber das kann definitiv auch mal gut gehen. Ei. Oh. Wir sind mal wieder in Le Mans. Das ACC Le Mans schlechthin. Die Kenner unter Ihnen, die wissen, was gemeint ist. Also falls Sie die vorletzte Folge gesehen haben, wissen Sie, wo wir jetzt hingehen. Wir sind in der ersten Runde. Wir haben die erste Kurve überlebt. Wir fahren zur zweiten, die wirklich sehr interessant ist von Mal zu Mal. Frag mich, was das jetzt hier drinnen zu suchen hat. Weil eigentlich ist das belastbar für den McLaren. Also der McLaren belastet sich ja im Grunde genommen eigentlich irgendwie ein bisschen selber. Warten Sie mal kurz. Wir müssen doch mal kurz in die Akte gucken. Also tatsächlich reportet der McLaren den Mustang. Das kann passieren. Thank you.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob der McLaren seine sein Dings verloren hat, sein Auto. Aber im Endeffekt ist das ein Rennunfall. Ich meine, wo soll der hin? Der kann sich ja nicht wegbeamen, der Mustang. Wo soll der hin? Der kann jetzt ja nicht sagen so, hallo, moin, Abhams, ich hau jetzt ab hier. Weil hier vorne hat er sogar noch, also der McLaren hat noch eine Bombe gezündet, der hat ihm Platz gelassen, dann ist er durchgekommen und dann fährt er ihm hier halt einfach vors Auto. So, wo soll der hin? Der kann ja nicht weg. Der kann ja nirgendwo hin. So, also an der Stelle ist es halt ein Rennunfall. Also selbst wenn wir jetzt den ersten Fall hier mit reinnehmen, was auch, also das ergibt nicht ganz Sinn. Der hat halt auf dem Gas gestanden. Guck mal, der Ford scheint mir auch ein sehr umsichtiger Fahrer zu sein. Das muss man hier wirklich mal sagen, weil auch hier hat er nach rechts gezogen, Platz gemacht. Vorne, also bei dem nächsten Fall hat er das auch gemacht. Also ist jetzt nicht so, als wenn ich sagen würde, so wow, der hat jetzt mit Absicht einen reingeballert. Weil selbst hier hat er das kommen sehen. Der hat normal gebremst. Der McLaren schon sehr spät und der macht sogar extra noch auf. Also selbst wenn wir das ganz böse auslegen würden, gegen den Ford, ist das unmöglich, dem Ford da jetzt was anzukreiden. Selbst wenn du überholst, musst du halt immer darauf achten, dass du dem anderen Platz lässt. Du kannst den ja nicht einfach vor die Nase fahren und sagen, so, nö, das ist jetzt meins hier. Da sehe ich mich jetzt. Das ist hier mein Ding und du hast hier gar nichts mehr zu melden. Also das ist no further action an der Stelle. Was übrigens alles nochmals, wie in dem Fall zuvor in Suzuka, überhaupt nicht schlimm ist, weil man muss die Ausmaße des Fahrzeuges kennenlernen, man muss die Grenzen kennenlernen und das machst du nicht von heute auf morgen. Wenn wir uns alle, und das ist halt das wirklich Einfachste, worauf wir uns beziehen können, wenn wir unseren Führerschein gemacht haben, dann können wir ganz viele Dinge ja auch noch gar nicht richtig einschätzen, weil das ja mit der Erfahrung kommt. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, als wenn wir alle uns ins Auto setzen und die geborenen Autofahrer sind. Natürlich wird es wahrscheinlich 2, 3 davon geben, weil sie auf dem Derb irgendwo regelmäßig mit dem Auto von A nach B gefahren sind und dann, wenn sie den Führerschein haben, einfach schon mehr Praxiserfahrung sitzen als der gemeine Autofahrer. Aber hier an der Stelle, wie gesagt, das sammelt man über die Zeit und auf einer Lernstrecke trainieren und Rundenzeiten fahren entspricht nicht dem Fahren auf einer Rennstrecke mit anderen Leuten zusammen. Und das kommt einfach mit der Zeit. Und das kann auch alles mal passieren. Da muss man nicht komplett ausrasten und alles Kacke finden. Da muss man halt einfach auch ein bisschen Verständnis mitbringen. Ha, tatsächlich sind wir nochmal in Suzuka. Ay, caramba. Suzuka enttäuscht aber auch nicht. Wir sind tatsächlich mal wieder am Ende der Autobahn und machen mal einen heißen Knick, wo die Menschen so ein bisschen das 50er-Schild übersehen. Aber lassen wir uns mal überraschen, was hier so Wunderschönes passiert in 130R. Ich sehe ihn gleich kommen. Da ist er. Was übrigens sehr schön ist, dieser Fall. Denn der Fall hier ist ein bisschen ein anderer als den wir vorher mal hatten. Falls Sie sich noch dran erinnern, 2 Folgen zurück. Erkennen Sie den Unterschied? Erkennen Sie den Unterschied in diesem Fall zum anderen Fall, den wir schon mal hatten? Mit den beiden Ferraris. Nee, das ist definitiv kein No Further Action. Das ist hier kein No Further Action. Hier gibt es einen ganz großen, wesentlichen Unterschied. Zu dem Fall, den wir vorher gemacht haben. Und der Unterschied ist ziemlich simpel. Der Ferrari ist off-track. Der andere Ferrari, der war die ganze Zeit hier on-track und ist regulär, also auch wenn er gedived hat, ist er regulär die Kurve gefahren. Dieser Ferrari verliert sein Fahrzeug, kommt einfach rein, als wenn nichts gewesen ist und schiebt den anderen halt raus. Und das hier, das so wirklich so banal und so klein die Unterschiede sind, ist das ein sehr großer Unterschied beim Urteil. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Erkennen Sie den auch da draußen, den Unterschied? Oder gibt es jemanden, der den nicht versteht, dass wir das nochmal vielleicht etwas genauer erklären? 3 Tage Pause? Also ich glaube, Meister Freddy ist heute aber irgendwie ein bisschen durcheinander, oder wie?
Sag mal, 3 Tage Pause bist du denn des Wahnsinns? Wofür willst du denn hier 3 Tage Pause aussprechen? Ob du wahnsinnig bist, das ist weder Runde 1, noch ist das irgendwie ein Massencrash? Nee. Da machen wir garantiert keine 3 Tage Pause. Das ist Crossing a Collision. Aber hier an der Stelle, um das nochmal zu erklären, der rutscht halt raus. Er verliert die Kontrolle über sein Auto. Ganz offensichtlich. Und er versucht wirklich mit Ach und Krach, mit Bremse, dies, das, Ananas, alles wieder zurück auf die Strecke zu kommen. Weswegen das hier schon mal ein unsafe Rejoin ist. Ne, weil der fährt ja einfach wieder rauf auf die Strecke. So, und der Mercedes, der fährt natürlich jetzt seine Linie. Der lässt sogar netterweise noch ein bisschen Platz. Macht er wirklich an der Stelle. Und der Ferrari fährt halt einfach ganz normal, stinknormal wieder rauf. Was nicht wirklich clever ist an der Stelle. Und dadurch schiebt er den jetzt natürlich dann weg von der Strecke. Und das ist der große Unterschied zu dem Ferrari vorher, den wir uns angeschaut haben, vor 2 Folgen. Der andere konnte halt hier ganz normal weiterfahren. Und dort war der andere Ferrari daneben und hat den halt geschnitten. Hier ist es halt einfach, also ich würde sagen fast Unwissenheit, wenn wir uns die roten Plaketten angucken. Für Rookie ist es Unwissenheit, in der Stresssituation das Richtige zu tun. Und deswegen ist das hier halt passiert. Und das gibt tatsächlich 1-0 Safety Rating abgezogen. Bada bum, bada bang. Unsafe Rejoin und Causing a Collision. Und dann, meine Damen und Herren, ob Sie es nun glauben oder nicht, habe ich für Sie noch ein Feuerwerk. Da möchte ich mich übrigens an der Stelle auch mal bedanken bei den tollen Mitarbeitern von LFM, die wirklich jeden Monat mit uns hier sitzen und das mit uns ausklügeln und ausknüfteln und diese Fälle besorgen und wir viele Fälle schon vorher auch besprechen, diskutieren, angucken, damit das bestmögliche Lehrergebnis für Sie da draußen in eine Folge gepackt wird. Also schöne Grüße gehen daraus an die Stewards von LFM. Kussi, kussi. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu meiner persönlichen olympischen Disziplin, in der ich wahrscheinlich den Weltrekord habe beim Aufdecken dieser Fälle. Worum würde es wohl in diesem Fall gehen? Intentional, Vorsatz. Aha, da sind die Kenner. Da sind die Kenner, die wissen ganz genau, was das Steckenpferd ist von Jutke Dizzy. Nicht, dass der wüsste, wie das aussieht, wenn man Sachen intentional macht und das vielleicht eventuell sogar noch dummerweise ansagt, wenn man das macht. Aber man könnte meinen, der Jutke kennt sich mit intentional aus. Wir sind übrigens auf Kialami, meine Damen und Herren. Es ist Bombenwetter, im wahrsten Sinne des Wortes Bombenwetter, und wir fahren auf Turn 1 zu. Wer hätte das gedacht? Aber schauen wir uns doch mal an, was dort für uns man muss dazu sagen, um das aufzuklären, der Porsche ist auf Platz 7 und der McLaren auf 24. Wenn wir uns jetzt hier den Start anschauen, dann wissen wir, dass wir in Runde 3 sind. Und der McLaren kam aus der Box. Ich denke, das wird der einfachste Fall auf dem ganzen Planeten zu sein, rauszufinden, ob das intentional ist oder nicht. An dieser Stelle, da gibt es nichts Lehrreiches zuzusagen. Außer, und ich habe das Gefühl, dass wir das häufiger in diesem Format machen sollten. Und ich sage extra du und nicht mehr sie. Wenn du beim Fahren nur ansatzweise verspürst, durch den Unmut, den du in dir trägst, jemand anderes, egal in welcher Form, auf dem Practice-Server,
im Qualifying, am Ende der Session, im Rennen oder am Ende vom Rennen das Bedürfnis hast, jemanden in die Karre zu fahren, dann solltest du eine Pause machen. Dann solltest du weit weggehen von deinem Rig, nicht nur ein Tag, nicht zwei Tage, nicht drei Tage, sondern ein bisschen länger. Weil das zeugt von charakterlicher Schwäche. Wenn du deine Emotionen nicht unter Kontrolle hast, solltest du nicht in ein Auto steigen. Egal ob im realen Leben oder selbst hier. Weil das hier, was wir gerade gesehen haben, ist nicht mal mehr Schulniveau, nicht mal Kindergartenniveau, sondern das ist Kinderkrippe. Macht das nicht. Okay? Lernt mit euren Emotionen umzugehen, beruhigt euch und irgendwann kannst du wieder zurückkommen an den Computer. Weil es ist nicht alles so schlimm, wie das in deinem Kopf immer sich darstellt, möchte ich sagen. Ist es nicht, okay? Weil jetzt, wenn du das hier gemacht hast, kriegst du nämlich einen gelben Schein. Und das heißt Zwangspause. Und Zwangspause ist eigentlich immer ganz gut, um mal darüber nachzudenken. Und ich hoffe, dass dieser Fahrer darüber nachdenkt, was er da gemacht hat. Und für die Menschen da draußen, die sehr schnell urteilen und sagen, es sollte einen Permamann geben, der sollte nicht mehr fahren. Wenn die Devise wäre, alle Perma zu bannen, die irgendwann in ihrem Leben mal Scheiße gemacht haben, dann haben sie keine Möglichkeit, sich nochmal zu beweisen und was besser zu machen. Und ich denke, das ist nicht der richtige Ansatz, Menschen, wenn sie das erste Mal in ihrem Leben so ein Vergehen haben, Perma zu bannen. Weil, und da möchte ich jetzt ganz kurz als ich selber sprechen, ich selber habe auch schon 38 Tage Urlaub gekriegt von LFM, weil ich genau sowas auch mal gemacht habe. Und genau deswegen bin ich prädestiniert dafür, solche Sachen rauszufinden und habe dafür nicht nur Verständnis, sondern ein sehr gutes Auge. Wenn ich perma gebannt worden wäre, dann hätte ich nie wieder LFM fahren können. Und glücklicherweise gibt es die Möglichkeit, wenn man einmal sowas gemacht hat, stehst du zwar auf der Abschussliste, aber du kannst nochmal wieder zurückkommen und darfst dich beweisen, dass du es besser machen kannst. Und deswegen kriegt der nette Herr, und ich sage extra netter Herr, 28 Tage. Weil das ist intentional und das gibt Urlaub. Und ich hoffe, dass die 28 Tage in seinem Kopf irgendwas bewirken. In irgendeiner Form. Also den ersten Tag vielleicht nicht gleich, aber vielleicht den zweiten. Und dass man das dann wieder überdenkt. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen. Und das ist mir wirklich auch sehr, sehr wichtig, weil das eine Rolle spielt auf der Rennstrecke. Bitte guckt euch euren eigenen Scheiß an. Guckt euch bitte euren eigenen Scheiß an. Gewöhnt euch bitte ab, im Rennen maximal tilt zu sein, auszurasten, weil irgendwer euch in die Karre gefahren ist oder weil irgendwas passiert ist. Weil in den meisten Fällen, und ich rede jetzt mal von mir selber als Vielfahrer, warst du eigentlich selber dran schuld. In den meisten Fällen. Und so musst du diesen Unmut oder diese Wut nicht mitnehmen ins Rennen. Erstens ist es angenehmer, zu Hause anzukommen, also das Rennen zu beenden. Wie ist am Ende erstmal zweitrangig, aber ans Ende kommen ist immer der Sinn und Zweck eines Rennens und der Rest ergibt sich von alleine. Aber im Rennen schlechte Laune zu haben, führt meistens eigentlich nur zu solchen Sachen. Und an schlechten Tagen, und da möchte ich einen wunderschönen Satz zitieren, manchmal ist es sehr schlau, aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Oder wenn es schon beschissen ist. Also falls mal zwei Rennen nicht laufen, nicht nur in das dritte gehen. Und damit möchte ich jetzt die Folge Jutke Dizzy hier abschließen, die 28 Tage Pause aussprechen und mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben was gelernt heute und was mitgenommen. Und es würde mich sehr freuen, falls Sie mich das auch mal wissen lassen, ob das hier lehrreich ist oder für Sie einfach nur Unterhaltung ist oder was in dieses Format eigentlich gibt oder was man vielleicht nochmal anders machen könnte. Und dann sage ich Tschüss und dann freue ich mich, Sie in der nächsten Folge oder in einem anderen Video oder im Livestream zu sehen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao, Kakao.